Hi, ich bin's, Gustav mit F. Heute machen wir die No-Map-Challenge oder keine Karte-Challenge, wie ihr wollt. Ich kann meine Karte nicht aktivieren und oben rechts steht hier auch keine. Die Challenge wurde bestimmt schon 10.000 Mal gemacht, da bin ich mir sicher. Und ich habe sie selber ja schon mal irgendwie so einigermaßen auf dem Kanal gehabt. Als ich die Wenn-ich-du-wäre-Challenge schon mit Fufo und Maxi gemacht habe, da habe ich das schon so ungefähr gemacht, weil ich das den Jungs aufgetragen hatte. Aber da habe ich das nicht gemacht und außerdem war das nur so eine Kleinigkeit am Ende. Ich würde das gerne komplett machen und ich weiß, wie extrem spannend das war. Das war extrem interessant zu sehen und vollkommen unberechenbar. Also man weiß ja gar nichts. Man ist ja so aufgeschmissen. Die Kreise sind so wichtig. Das merkt man erst, wenn man keine Karte hat. Also es wird jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir so auf Anhieb kommen können. Und ob ich deswegen verliere. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ich wundere mich, dass ich die Challenge noch nicht gemacht habe. Bin ich ganz ehrlich. Weil sie so offensichtlich ist. Fuck. Einmal drunter gefallen. Naja gut, komm. Ich habe jetzt offensichtlich keine Ahnung, wo ich eigentlich letztendlich hin muss. Ob ich jetzt gerade in der Zone bin, ob ich nicht in der Zone bin. Man weiß es einfach nicht. Ist hier jemand gelandet? Bro. Ich sehe und höre niemanden. Das wäre ja mal absolut der Fail-Start. Ja, scheiße gelaufen, ne? Gut bei mir gelandet. Ich habe ihm so gegeben. Oh, das war nice, Mann. Sowas freut man sich, ne? Da vorne sehe ich einen Rift zum Beispiel auf dem Haus. Oder er hatte... Okay, das kann natürlich sein, dass er selber so ein Ding angewendet hat, was ich gerade eingesammelt habe. So ein Riftometer, keine Ahnung, wie das heißt. Nice. Ah, den haben wir gut gegeben, Mann. Das war schön, das war schön. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier weg muss. Das ist so komisch. Das ist ein komisches Gefühl. Das ist echt ein komisches Gefühl. Ich weiß einfach nicht, ob ich hier weg muss. Oh, warte mal. Nee, ich kann das Rift nicht weglegen. Das Rift ist quasi meine Rettung. Stimmt. Wie gut ist das denn? So ein Rift dabei zu haben, ist ja super geil. Riftometer. Keine Ahnung, wie das heißt gerade. Ach, ich drücke halt die ganze Zeit M. Ohne Mist. Das ist halt so eine Standardhandlung. Man guckt immer wieder auf die Karte, weil es so wichtig ist. Und jetzt... Laufen wir hier dumm rum, Alter. Oh Mann, ey. Das Ende kann richtig schlimm damit werden. Aber ganz ehrlich, das Riftometer, ich nenne das jetzt einfach so, ich habe gerade keine Ahnung, wie das heißt. Pocket Rift, Taschenrift, Taschenrift heißt, glaube ich, ne? Ich habe trotzdem Bock, das Riftometer zu nennen. Wie hat sich bitte Fortnite verändert, dass keiner nach Retail Row geht? Was ist das für ein Bullshit? Was ist mit Fortnite passiert? Fortnite, du bist nicht mehr das, was ich von dir kenne. Holy shit, ich habe auch gut Tränke gefunden. Aber ich bleibe bei dem Rift, weil ich habe das Gefühl, dass mir das bei der Challenge helfen wird. Nicht beim Überleben allgemein natürlich. Also vielleicht doch, aber... Ich meine, normalerweise würde ich natürlich... Holy shit. Normalerweise würde ich natürlich die ganzen Schildpots mitnehmen, aber... Ich habe das Gefühl, dass mir das hier echt helfen wird. Junge, es reicht! Wie viele denn noch? Ich habe Angst, dass ich ein bisschen Schaden von der Zone bekomme, weil ich nicht weiß, wo sie ist. Dass ich vielleicht eher ein Medikit mitnehmen sollte. Oh mein Gott. Ich will alles haben, Mann. Da habe ich noch was gehört. Komm, wir benutzen das Ding und fliegen dahin. Haha, let's go, Mann. Wir brauchen keine Karte. Okay, cool. Danke. Hat er? Ja. Oh, nee, die, okay, was habe ich gemacht? Okay. Ich brauche keine Karte für dich. Ich habe leider keine Fallen, um den einzusperren. Dammit! Getroffen. Dann habe ich echt nicht gerechnet, dass er hier unten ist. Mal sehen, was er macht. Ist trotzdem ein spannender Kampf. Gefällt mir. Aber die Zone war hier nah dran. Also ich habe schon ein bisschen Glück gehabt.
Und wo kommt das? Da. Mal sehen. Der mischt sich hier einfach ein, ne? Chillig. Ich weiß nicht, ob wir hier weg müssen. Könnte natürlich sein. Nice. Einen haben wir. Ah, nein! Okay. Okay, cool. Das war auf jeden Fall nicht der einfachste Kampf meines Lebens. Ich glaube, ich bin tatsächlich auf der guten Seite. Sozusagen. Jetzt hatte er eine richtige AR. Was sind das für Geräusche? Okay, kenne ich noch nicht. Wir haben eine realistische Chance. Ich bin so verwundert, dass hier so wenig Leute waren insgesamt. Wir haben jetzt tatsächlich alle getötet, glaube ich, die hier waren. Beziehungsweise, einer da, vielleicht nicht. Aber allgemein haben wir quasi alles getötet, was hier war. Dann darüber nachzudenken, dass wir trotzdem nur 4 Kills haben. Okay. So, die Zone ist jetzt schon hier vorbei, sozusagen. Und das heißt, die nächste Zone könnte wieder überall sein. Ich habe schon wieder M gedrückt. Ich drücke das die ganze Zeit. Oh, lass das mal absolut First Try machen, Junge. Das wäre so geil. Brauche gar nichts. Okay, cool. Schön, dass man bei dem Spiel genau hört, wo jemand herkommt, ne? Das fehlt mir bei Blackout gerade total. Ich konnte auf den Zentimeter genau orten, wo der ist. Und das liebe ich. Okay. Der guckt mir bestimmt zu, ob ich in die Falle laufe, ne? No, my friend. I will not. I will most certainly not. Aber ich kann sie gerne kaputt machen, wenn du möchtest. Das nehme ich natürlich auch gerne. Oh, war das sogar noch eins, ne? Okay. Ich höre Leute schießen. Da vorne. Nein, genau in dem Moment geht er weg. Das darf doch nicht wahr sein. Aha, nicht eingebaut, getrunken. Das darfst du nicht machen, ne? Das darfst du nicht machen. Okay, kommen wir bei dem einfach hoch? Wollen wir den töten so? Okay, ein guter Kampf hier anscheinend. Okay, okay. Der kann was, ne? Nice, Mann. Schöner Kampf. Ist die Frage, ob ich hier weg muss. Ja, scheinbar schon. Scheinbar muss ich hier weg. Gott. Okay, das war's schon. Ich konnte es gerade nicht einschätzen, da. Eins gegen eins schon. Let's go, Mann. Ich wusste gerade echt nicht, ob ich da bleiben muss oder nicht.
Das wär's doch, wenn wir die erste Runde direkt gewinnen. What the fuck? Man weiß nicht, wo er ist. Und ich weiß auch nicht, wo die Zone ist. So, das könnte jetzt echt ein kleines Problem werden, ne? Man weiß ja nicht. Weil der Typ ist bestimmt da, wo die Zone sein wird. Aber wo ist das? Oh ja, jetzt habe ich volles Holz. Das will ich sehen. Oh ja, komm, wir nehmen diesmal die hier. Volles Holz. Okay. 1 gegen 1, Mann. Boah, wenn ich das im ersten Versuch schaffen würde, hätte ich nicht gedacht. Also ich meine, ich hatte, glaube ich, einfach Glück, dass in Retail Row einfach keiner war erstmal. Bis auf den einen Typen, der da angeflogen kam. Okay, wie schnell geht die Zone hier? Relativ schnell, okay. Das heißt, hier darf ich nicht sein. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinlaufen soll, ne? Ne, doch nicht so schnell da? Ne, hier ist sie schnell. Okay, also nach da, nach Norden. Ja, guck mal hier, wie geht's hier richtig ab? Wo ist der letzte Gegner? Ah, da ist er. Wo ist er hin? Ist er runter? Ah, da. Oh, erstmal getroffen. Na gut, komm, der sieht nicht so gut aus. Dann versuchen wir mal ein cooles Ende. Oh nein! Schade, Mann. Ah, come on. Oh, jetzt will ich aber auch den schönen Kill haben. Okay, ich weiß nicht, wo er ist. Der hat sich da reingesperrt. Oh, ich stell mal vor. Ey, ich glaube, der ist einfach AFK gegangen, weil er verstanden hat, was passiert hier. Oh, meine Güte. Was ein Langweiler war. Der hat aufgegeben. Alter, erster Versuch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das so easy schaffen. Was war eigentlich jetzt los? Ne, nehme ich dankend an. What the... No Map Challenge, die einfachste Challenge im ganzen Spiel offensichtlich. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Beim nächsten Mal machen wir vielleicht wieder was Schweres. Ja, etwas erste Runde zu schaffen, sagt meistens schon, okay, das war zu einfach und das hat sich auch zu einfach angefühlt. Aber es hat Spaß gemacht, es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber wir haben leider die No-Scopes nicht getroffen. Ich meine, ist ja auch noch eine Glückssache, ne? Macht's gut, schönen Sonntag noch! Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up with the flow. I swear nigga no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it. Get tuned in to the relish now. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up with the flow. I swear nigga no limits now. I've been ballin' for a minute.